Jetzt. So. Da sind wir wieder zurück. Ich bin tot. Und Flo ist auch wieder da. Ja. Ah ja. Jetzt kannst du aber nicht mehr drauf. Echt drauf. Das hat man gehört. Wie leise du immer bist. Ist richtig leise. Ja, wenn ich jetzt lauter rede, dann wäre ich ja lauter, aber was bringt mir das? Dann hören wir dich besser. Stell dir... Das geht lauter, einfach still, kein Wort. Das ist ja auch mein Plan. Das wird Eva natürlich wieder zum Lachen, ist klar. Ja, Eva kann man schnell zum Lachen bringen. Stimmt auch wieder. Und ja. zum Schreien. Zum Erschrecken. Oh, und zum anderen Sachen machen. Was machst du denn? Ihr sagt doch, bringt man schnell zum Lachen, oder? Oh. Ja, ja, Tobi. Ja, ja. Was ist denn los? Nix. Wieder tot. Emilia nimmt es mir aus dem Mund. Nee, danke. Das ist irgendwie eklig. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann. Oh Frau, was ist denn los? Kevin. Nix. Ich hab eine volle Tür, Ich hab volles Inventar und keine volle Tür. Mein Gott. Was red ich? Abgesehen von Scheiße. Volle Tür. Ich hab voll... volle Tür. Weil ich gerade eine Tür im Inventar habe. Weiß nicht wieso. Weil ich zu Hause und jetzt hast du eine volle Tür. Jetzt habe ich eine volle Tür, genau. Aha. Und ich finde erstaunlich viel Eisen. Nice. Also ich bin gerade am Quarz abfarmen. Ja, ich nicht. Wow. Das braucht man nicht. Habe ich hier irgendwie ja, ich habe mein Feuerzeug dabei. Warum habe ich mein Feuerzeug dabei? Weißt du, ich habe alles Wertvolle dabei. Warum? Ja, weil ich doch bei dir war und dann die Kisten wollte. Ah ja. Stimmt. So, ich lass mich jetzt töten. Wo ich dir gar nicht geklaut hätte. Warum? Warte, das gehe ich noch. Das. Jetzt wäre ich fast so reingefallen, okay. Das hole ich mir noch gerade. Kann man sich irgendwo Essen nehmen? Ja, in unserem. In dem, wo ich dir eben gezeigt habe, wo Essen drin ist. Gut. Aber nur so einen halben Stack Brot am besten. Hm? Maximal. Das ist nicht sofort gleich das Brot leer ist. Emilia. Ja, so heißt ich. Er ist einen halben Stack alt. Genau. Ist so ein kleiner Insider. Ein richtig nice Insider. Oh. Den Insider kann man sich ja jetzt leicht wieder vorstellen. Ich meine, Insider ist ja nur, wenn die Leute wissen, sie den erfunden haben. Egal. Er redet sich gerade selbst ein bisschen ins Koma. Ah, ist klar. Alles klar, läuft, Leute, läuft. Da. Na klar, was denn sonst? Steht? Keine Ahnung. Nee, was ist denn? Oh, nee. Boah, hier ist ein Creeper und ich baue da so mein Treppchen und da ist ein Creeper. ich baue da so mein Treppchen und plötzlich, ja, da stand plötzlich neben mir ein Creeper. Und da habe ich mir gedacht, was denn jetzt ist los? Und dann bin ich nach Hause gegangen. Dann, ja, war Schluss mit der Aufnahme. Tschüss. Oh, ich habe gerade von meiner Fackel erschreckt, weil die so komisch ausschaut. Kenn ich. Dass ich mich jemals von der Fackel erschreckt, habe ich jetzt aber auch nie gedacht. Nee. Doch. Doch. Ich dachte, ich wollte eben das letzte Quarz einsammeln. Jetzt bin ich hier schon wieder am Quarz sammeln. Na ja. Ich bin der Quarzsammler von... Wie heißt unsere Stadt eigentlich? Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Wie willst du denn die Stadt nennen? Können ja theoretisch mal eine Umfrage auf Instagram starten. Ja. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Kann man machen. Tu, was du lassen kannst, ist mein Motto. Ich habe eine super kreative Treppe. Wow. Also wie immer, okay. Ah Gott, jetzt habe ich zu viele Fackeln gemacht. Braucht jemand zufälligerweise 2 Stacks Fackeln und 20, dann kommt zu mir in die Höhle. Die ist übrigens verdammt groß. Wenn das nicht auch leicht doppeldeutig war, dann weiß ich es auch nicht. Also, stimmt. Dies habe ich tatsächlich nicht zeitig durchgedacht. Oh Gott, Flo. Scheiße, Mann, Danny.
Lieber nicht. Und jetzt regnet's. Ach, das merke ich gerade gar nicht. Ich bin ja in der Höhle und... Ich merke es auch nicht. Ich merke das immer nur, wenn jemand sagt, oh, jetzt regnet's. Nee, ich habe ja, ich hab schon wieder fast ein Stack Eisen. Cool, wow. Ne? Läuft bei mir. Läuft. Warum ich das jetzt so komisch gesagt habe, weiß ich nicht. Das weiß ich keiner. Jo, meine Treppe ist äußerst seltsam. Sieht auch ein bisschen doof aus, aber egal. Sie tut ihre Zwecke. Na, solange sie das tut. Immerhin. Solange sie das tut, was sie tun soll, dann tut es das richtig. Die tut bestimmt mehr als ich, das weiß ich jetzt schon. Mit Tasso, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, ich lebe, als ob du das nicht überleben würdest. Na und dir fehlen ein paar Arme und Beine. Okay. Ich frage es gar nicht, ne? Also, ich frage es gar nicht. Nee. Alter, was ist das für eine riesen Eisenader? Ja, hatte ich auch gerade so eine Mega. Ach so, hier war ich. Schlimmer sind nur noch mehr die Kohleader, die sind... Oh, Gott. Au. Schlimmer ist nur, wenn du fast Inventar hast. Habe ich keine... Tobi, du hast meine Axt noch. Die ist inzwischen auch schon kaputt. Okay. Cool. Gut zu wissen. Oder halt auch nicht, aber wer weiß. Mann. Na komm weg da. Ich muss da mal durch. Nein! Stell dich doch nicht so an. Ohne Kopf kann man leben. Der Herr ist sehr leise, wissen Sie das? Hat mir ihn bestimmt noch nicht gesagt. Du bist am Lecken. Cool. Freut mich. Siehst mal wieder am Lecken, was? Lieber leise sein oder lecken. Alles klar. Wieder. Die lecken und lecken, wer weiß, was ich so mache. Ich höre schon wieder Gas, ich sehe ihn. Hilft die Shades of Emmy. Ja, nee, ist klar. Ich würde mir den Film niemals anschauen, glaube ich. Ich hab den gesehen, der ist cool. Und in Wirklichkeit hat es sogar schon dreimal gemacht. Boah, ich weiß einfach, das ist einfach mal meine Tür hier in der Höhle, weil... Dann weiß halt jeder, dass du dann drin warst. Oh ja, yeah, nee, ich hab's einfach nur hingeschmissen, aber ich kann sie irgendwo hinstellen, aber ich tue es halt nicht, weil mein Inventar voll ist und ich Eisen will. Okay. Wenn hier schon so viel Eis ist, dann muss man das auch mitnehmen, damit man sich auch schön gleich eine Rüstung craften kann, wenn man zu Hause ist. In dem Haus, was noch gar nicht steht. Das steht hier gerade so super, dass ich mir denke, dass dahinter irgendwas versteckt ist. Hm. Nun ja. Oh, ist nur ein Gang. Oh, schade. Oh, armer Tobi. Oh, eine Runde Mitleid. Schon leer. Nee, eine Tasse Mitleid. Ups, zerbrochen. Ich kenn das nur mit einer Dose. Na, ich nicht. Ich kenn's nur mit der Tasse. Haben wir immer so schön auf der Grundschule so erzählt. Oh, du tust mir sowas von überhaupt nicht leid. Deswegen gibt's hier eine Tasse Mitleid. Ups, zerbrochen. Das hat man immer nur gemacht bei Leuten, die man gehasst hat, weil... Das hört sich auch so an, weil ich denke mal, ja, wenn du das zu deinem besten Freund sagst... Ich persönlich wäre ein wenig beleidigt. Ja. Ein wenig? Ich glaube, du wärst... mehr als ein wenig beleidigt. Ja, ja, der ist, du bist ja immer beglückt, weil egal was passiert. Tja. Sind das hier Bier? Du hast einen Ofen gemacht. Heiße Angelegenheit. Passt perfekt zu unserem Thema gerade. Hier ist ein Graben. Geil. Also ich find's, ich bin voll froh, dass hier auf diesem Server relativ wenig Monster sind, irgendwie. Es gibt positive Punkte und negative Punkte. Du bist ein Negativer. Kann dir mal bitte jemand aus unserer Konferenz schmeißen? Nee. Ich bin nicht mit rein, ich kann ihn auch nicht rausschmeißen. Was denn? Wo liegt denn hier? Ach, hier ist es. Frau Kirche da draußen, könntest du bitte ruhig sein? Dankeschön. Wie viel Uhr haben wir es denn? Okay, gut, wir haben halber, also. So. Fangen wir mal an. Für alle Leute, die sich interessieren, wir haben 18.33 Uhr. Juckt mir nicht. Wir haben 20 Uhr, 8 Uhr haben wir. 20 Uhr. Okay. Ja. Mir am... Wieso steht da mit meinem Laptop jetzt plötzlich die ganze Zeit stehen?
Ich sag deswegen 18.33 Uhr, weil wir jetzt 18.33 Uhr. Aha, ja. Ja, vor allem die Kirche fängt auch um Punkt 18.33 Uhr an zu klingeln und nicht um 18.30 Uhr. Genau. Es ist egal, ob es eine evangelische oder eine katholische Kirche ist, beide fangen gleichzeitig an zu klingeln. Exakt. Beziehungsweise so... Unter deiner Kopfhaut so ein Gehirn, weißt du, das kannst du benutzen. Das liegt bei mir jetzt noch hier hinter mir, das ist noch im Schlafmodus. Wie die ganzen Ferien halt die ganze Zeit, ne? Bis das wieder aufwacht, dauert eine Woche. Da sind wieder Ferien. Nee, dann sind bei mir Schulanfang und so. Bei mir auch. Ich meine, bis das aufwacht, sind eh wieder Ferien. Ach so. Ja, gut. Wenn man das so sieht, dann ja. Sieht das jetzt gut aus? Ja, relativ. Nee, Eva, bei dir sieht alles perfekt aus. Ist so. Eva sagt immer, ihre Haare liegen voll scheiße. Ja, aber das tun sie gar nicht. Nee, und in Wirklichkeit liegen die einfach perfekt. Nee. Doch. Nein. Doch. Doch. Nein. Halt die Schnauze! Ist so, wie es ist! Nein, ist nicht so. Ja. Mein Pony liegt einfach teilweise mega scheiße. Also ich hab nicht mein Pony. Ich schon. Ich hab mir heuer gedacht, ich muss mir unbedingt einschneiden lassen. Jetzt. Einfach, ups! Hallo! And bring back my bunny to me. Bring gut, dass ich den Text nicht kenne. Was ist eine Frage? Emeralds baut man mit Eisen ab, oder? Also mit einer Eisenpickaxe, ne? Oh, bring back my body to me. Ja. Du Flo, ich hab mich gerade fast wieder selbst umgebracht. Also wie immer, okay. Applaus. Ich hab nur mal ein Herz und ich hab kein Essen zu raggen. Also wie viel Emeralds hier sind und wie viel Eisen, what the? Oh, bring back my Tobi to me. Bring back, bring back, oh bring back my Tobi to me, bring back, oh bring back my Tobi to me. Wo bin ich hier gelandet? Im Irrenhaus. Ja, im Irrenhaus, aber wirklich. In Outlast. Genau. In einer freundlichen Variante. Nur vielleicht ein bisschen weniger gruselig. Naja, ja. Cool. Viel gruseliger. Ja, muss ich sagen. Höchstwahrscheinlich etwas gruseliger. Oh, wir nehmen schon eine ganze halbe Stunde auf. Schön, dann habt ihr heute jetzt mal eine schön längere Folge. Warte, ich will mich noch vorher umbringen. Kann ich das noch machen? Nein. Voll so. Warte, ich will mich noch vorher umbringen. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und ich euch nicht. Macht's gut. Ciao. Tschüss.